Willkommen zu Arena of Valor, dem ersten MOBA für den Nintendo Switch. Ja, ich habe gerade das Tutorial gespielt, ich bin ein totaler Obernoob wahrscheinlich, aber ich werde mich jetzt trotzdem einfach mal in den Kampf stoßen. Ich kann sogar schon Ranked-Matches spielen, aber mit meiner wahnsinnigen Spielerfahrung von 16 Minuten lasse ich das mal lieber. Diese ganzen Modi wurden mir auch nicht vorgestellt, ich sag mal 5 gegen 5 und ja, ich kann jetzt natürlich zu den einzelnen Helden etc. relativ wenig sagen. Außer, dass ich mir gerne einen Helden auswählen würde tatsächlich. Was bestimmt gleich passiert, ja. Also klar, ich bin Noob in dem Spiel, logischerweise erstes Spiel, aber ich wollte euch das Spiel einfach mal vorstellen. Und ich sehe gerade, es gibt hier jede Menge Helden, ich würde gerne einen Fernkämpfer nehmen. Nehmen wir mal einen Marksman, wen haben wir denn hier? Ich weiß wie gesagt nicht, wer gut ist, der hat einen Bogen und eine schöne Friese, den nehmen wir mal. Den guten Jorn. Ja, hier stehen die ganzen Attacken hoffentlich gleich, weil das ist der erste Kritikpunkt, den ich an dem Spiel leider habe. Ich habe eben das Tutorial gespielt und ich hatte irgendwelche Fähigkeiten und es stand wirklich nirgendwo, was diese Fähigkeiten überhaupt machen. Und das war sehr merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber so an sich macht es einen relativ soliden Eindruck. Ja, mehr kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, Viertelstunde. Ich mache jetzt hier einen Part für YouTube, den ich nach der Aufnahme auch direkt hochlade. Ich werde die Tage nochmal einen Part bringen in so ein, zwei Tagen und ansonsten, wenn euch das Spiel interessiert, schon mal eine Ankündigung. Wir werden das Spiel am Montag streamen in unserer Runde mit dem guten Rikus und dem Zelos. Die ich noch daran erinnern muss, dass das Tutorial ungefähr eine halbe Stunde dauert. Also 20 Minuten. Das ist wie gesagt die einzige Erfahrung, die ich habe. Ansonsten MOBA-technisch, ich bin eigentlich gar nicht so der große MOBA-Fan. Ich mag LOL nicht, ich mag Dota, naja, geht so. Was gibt's noch? Heroes of the Storm fand ich gar nicht so schlecht. Das war relativ einsteckerfreundlich. Aber irgendwie ging mir das nach einer Zeit auch auf die Nerven, weil man irgendwie, ja, sich nur noch mit den Teammitgliedern gestritten hat, beziehungsweise die Teammitglieder einen irgendwie, oder sich untereinander beleidigt haben. Das war schon nicht so schön. Ja, ihr seht hier unten, auf Y muss ich mir erstmal irgendwie eine Fähigkeit kaufen. Ich nehme jetzt mal mehr Attack Speed, weil ich sowieso nicht ausweichen kann. Ich werde jetzt die einzelnen Punkte hier nicht alle vorlesen, weil ich muss mir das erstmal selber alles durchlesen. Ich bin hier der Barry Straff. Ja, das Fun haben sie mir nicht gegönnt. Das musste ich kürzen, weil der Name zu lang war. Das ist ein unglaublicher Skandal. Ich habe auch gleich 7 Beschwerde-E-Mails geschrieben an den Entwickler. Und ja, ihr seht, ich laufe hier rum. Gleich sind hier Minions wie in jedem anderen MOBA. Ich drücke die A-Taste oder halte sie gedrückt. Wobei das, man muss immer die A-Taste einmal drücken, damit der wen auswählt. Also wenn ich jetzt das gedrückt halte, dann ist es so, er greift dann den an, den ich als letztem angegriffen habe. Aber wenn ich jetzt wen neu angreife, wie zum Beispiel diesen merkwürdigen Spieler, der gleich wahrscheinlich sterben wird, zumindest hoffe ich das, dann muss ich die Taste nochmal neu drücken und ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wie viel Spaß mir das Spiel macht. An sich, wie gesagt, bin ich eigentlich nicht so der MOBA-Fan, aber das hat gerade Spaß gemacht. So. Ihr seht, ich kann jetzt irgendwas upgraden und kaufen. Da ich damit total überfordert bin, halte ich mal kurz meine Fresse. Y. Ja, keine Ahnung. Ich kaufe jetzt einfach irgendwas. Ist wahrscheinlich nicht effektiv und gut, aber seien wir mal ehrlich. Gut. Wir haben da oben noch eine Anzeige. Versus. Ich weiß nicht, ob das ist, wie viele wir getötet haben. Oder kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Es wurde mir im Tutorial nicht verraten tatsächlich. Und ja, wir gucken einfach mal. Ich werde diesen Typi jetzt hier immer weiter töten und Spaß haben, hoffentlich. Ih, der kann slowen, das ist ein bisschen eklig. Ja, wie gesagt, MOBAs hot zwar schon das MOBA, was ich bisher am besten fand, aber ich muss sagen, das hier spielt sich bisher eigentlich ganz okay. 6 gegen 0. Wofür könnte das stehen? Ich werde es euch irgendwann mal erzählen. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Obernoob in diesem Spiel. Was kaufe ich mir denn mal? ZL-Fähigkeiten gibt es natürlich auch. Jede Menge schöne. Ich glaube tatsächlich, das sind die Kills, weil ich habe den einen ja gerade getötet. Man kann sich hier auch Items kaufen. Wie das genau funktioniert, kann ich euch leider auch noch nicht sagen, weil ich Auto-Purchase an habe und mich hier jetzt erstmal ein bisschen an das Spiel gewöhnen möchte. Ansonsten, Arena of Valor war ursprünglich ein Handyspiel. Jetzt wird der ein oder andere schon ausrasten und ein Handyspiel, das kann doch nicht gut sein. Ich hau jetzt, mir jetzt mal alle Attacken raus. Ich glaube, mein Held ist ganz schön geil. Mit dem komme ich ziemlich gut klar. Gefällt mir gut. Aber bei mir ist es sowieso, in MOBAs ist es meistens so, dass ich eh
Wenn ich MOBA spielen sollte, was relativ selten vorkommt, dann spiele ich meistens Fernkämpfer, weil das irgendwie eher so meins ist. Fernkämpfer oder Heiler. Und für den Anfang dachte ich, denke ich mal so, ein Fernkämpfer ist ganz okay. Ja, es tut mir so ein bisschen leid, dass dieser Part hier so komplett unkoordiniert ist und wahrscheinlich auch alles andere als irgendwie professionell oder so, aber ich habe wenig Zeit und ich wollte den Part heute unbedingt raushauen. Jetzt kämpfe ich gegen zwei Leute gleichzeitig. Ach, den einen hätte ich eigentlich noch mitnehmen können. Ja, ihr seht ja, ich weiche hier den Minions aus und drücke hier die Fähigkeit. L zum Beispiel ist hier so ein merkwürdiger Schuss und dann spamme ich alles andere raus und ja, mein Held rockt gerade irgendwie. Und ich spiele hier offensichtlich gegen echte Menschen, zumindest hoffe ich das. Es ist ja auch bei Paladins zum Beispiel so, dass man da am Anfang erstmal gegen Computergegner spielt, bis man ein bestimmtes Level erreicht hat. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber naja. Gucken wir mal. So, ich spamme wieder alle Attacken raus. Der Typ, aber das ist... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es echte Menschen sind. Das ist hier schon so ein riesiger Unterschied hier gerade. Vermutlich spielen wir hier am Anfang jetzt auch noch gerade gegen PC-Gegner, um uns so ein bisschen einzugewöhnen. Alles andere wäre gerade ein wenig erschreckend. Ja, ihr seht dann unten die Fähigkeiten, die ich einsetze. L, R, Z, L, läuft alles über die Schultertasten. Wie gesagt, die A-Taste für den Standardangriff. Wenn ich den Gegner weiterhin angreife, kann ich die A-Taste gedrückt halten. Ansonsten, zumindest sieht es für mich im Moment so aus, muss ich die A-Taste immer und immer wieder drücken. Eventuell kann man das irgendwie noch umstellen oder so. Weiß ich nicht. Ja. Wie gesagt, mit Equipment kaufen. Das kann ich hier gerade nicht zeigen, weil ich Auto-Equipment habe. Aber naja, gut. Der Sinn dieses Videos ist es einfach, dass ich euch das hier mal kurz zeigen wollte. Und der Hinweis auf den Stream vom Montag, der dann live auf Twitch ist auf meinem Kanal, der auch verlinkt ist auf unserem Kanal oder unter dem Video steht wahrscheinlich auch, wie mein Twitch-Chat heißt, mein Twitch-Kanal. Und da werde ich dann live spielen. Ihr könnt auch gerne mitmachen. Je nachdem, wie mir das Spiel gefällt, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, es öfters mal zu streamen oder zu spielen. Wer weiß. Aber was ich mich gerade frage, waren das jetzt wirklich Menschen, gegen die wir gespielt haben? Wir haben die ja so auseinandergenommen. Normalerweise dauert ein Spiel auch immer 15 Minuten. Wir waren jetzt hier nach knapp 8 Minuten fertig. Deswegen wundere ich mich gerade. Zumindest haben sie Namen. Duckerwolf und so weiter und so fort. Cola. Hm. Wir haben sie ganz schön fertig gemacht. Sehr schön. So lobe ich mir das. Ja, ich habe jetzt zwar hier erst 8 Minuten, aber da das Video relativ spontan ist, würde ich sagen, beenden wir es an der Stelle auch mal. Ich werde gleich noch ein weiteres Video aufnehmen, was 2 Tage später kommt, wo wir dann weiterspielen. Und ja, vielleicht macht euch das Spiel ja Spaß. Es ist gratis im Nintendo eShop erhältlich. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, macht's gut. Und ciao.